Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Erdente Roblox, dem besten Roblox-Kanal auf ganz YouTube Deutschland. Und wer was anderes behauptet, dem hoffe ich, dass beim Händewaschen die Ärmel runterrutschen. No front. Wenn du es noch nicht getan hast, dann würde ich jetzt ganz schnell liken und den Kanal abonnieren, denn sonst wird morgen eine Schar von Enten kommen, dein komplettes Zimmer verwüsten, dein Brot aufessen und dich natürlich mit lautem Geschnatter weg. Wenn du all dies getan hast, dann herzlich willkommen in der Entenarmee. Wir starten heute in Folge 3 des Heaven Tycoon oder Heaven Dream Heaven Tycoon. Keine Ahnung, ich habe den Namen vergessen, aber egal, Folge 3. Wir starten rein mit über 1 Million Dollar. Wir sind Millionäre geworden. Damit sind wir tatsächlich Platz 2 hier insgesamt momentan auf dem Server. Wir starten heute rein, indem wir den Garten mal auf Vordermann bringen, weil im Haus alles inzwischen so teuer geworden ist, dass ich hoffe, dass wir hier erstmal mit der Million den Garten... Ja, das war ein schneller Gartenbau. Naja, okay. Wir gehen jetzt als erstes nochmal rein hier, schauen hier mal hier rein, denn hier drin können wir noch mehr kaufen und mit 1 Million... denke ich, dass wir hier tatsächlich noch recht weit kommen werden. Alles wird sich hier gegönnt. Die Toiletten, die Badewanne, dieses Kabinett, wird alles gesnaggert. Und, oh, Leute, in der Garage ist ein neuer Button aufgeploppt für Kabinett. Hier nochmal eine Toolbox. Wird sich natürlich alles gegönnt. Das Kabinett können wir jetzt tatsächlich... Oh mein Gott, ist das ein riesen Schraubenschlüssel, Leute. Schaut euch diesen riesigen Schraubenschlüssel mal an. Habt ihr auch so einen großen Schraubenschlüssel? Schreibt es gerne in die Kommentare, Leute. By the way, ihr werdet dieses Video wahrscheinlich vorproduziert sehen. Aber wenn ihr die ganzen vorproduzierten Videos schon vor allen anderen sehen wollt, dann würde ich euch jetzt mal vorschlagen, dass ihr Kanalmitglieder werdet. Denn als Kanalmitglied könnt ihr alle Videos schon sehen, sobald ich sie fertig habe. Und müsst nicht erst warten, bis sie auf online gestellt werden, weil alle Videos standardmäßig für Kanalmitglieder freigeschaltet sind, sobald sie fertig sind. Und noch ein Vorteil von Kanalmitgliedschaften. Wenn ihr das 10-Euro-Tier abschließt, dann landet ihr tatsächlich auch in meiner Roblox-Freundesliste, weil ich kann leider nicht jeden annehmen, weil man nur 200 Freunde haben kann. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, dass das ein gutes Privileg ist für die Leute, die mich auch geldtechnisch unterstützen bei den ganzen Projekten, die ich habe, weil ich ja teilweise doch sehr, sehr viele Robux ausgebe in meine Videos und das supportet mich auf jeden Fall extrem. Jetzt haben wir noch einen Fan geedit, eine Lights haben wir auch noch geedit. Ich würde erstmal auch halt sagen, dass wir hier drin das soweit fertig machen, weil ich hätte halt schon gerne eine abgeschlossene Etage, bevor wir jetzt oben großartig weitermachen gehen. Hier drin können wir auch nochmal Lights kaufen für 100.000 Dollar. Ist soweit drin. Hier ist auch gut, dass hier ein Fenster drin ist, denn wenn man dick auf Klo war und dann hier kein Fenster drin ist, dann ist eklig. So, Leute, ihr könnt mir beide gerne Spielewünsche in die Kommentare schreiben. Ich bin eigentlich offen für alles. Schreibt einfach mal, was ihr sehen wollt. Und ich gucke mal, dass ich daraus was sehr, sehr, sehr Geiles machen kann. Ich gehe jetzt hier erstmal hoch und, oh, also die nächste Etage ist wieder sehr teuer und das Dach ist immer noch ein bisschen verglitscht. Aber man kann immerhin drauflaufen. Das ist ja. Ich schaue als erstes jetzt nochmal eben nach draußen, was wir hier so an Geld bekommen haben. Das interessiert mich extrem. 5.400 Dollar bekommen wir jetzt schon die Sekunde. Sind wir bei 320. 72.000. Ist ein guter Start, um hier oben weiterzumachen. 3 Buttons können wir auf jeden Fall Snaggeridinon hier immer halt schön hier rum. Den 4. den kriegen wir auch noch hin. Haben wir hier die Etage soweit immerhin schon mal mit den Sticks oder beziehungsweise der Wall, den Building-Dings, ich habe den Namen dafür vergessen. Die Struktur der Wände haben wir auf jeden Fall schon mal damit gebildet. Und ich denke, dass wir jetzt wieder so um die 300.000 brauchen, um hier auf jeden Fall weiter drin vorzukommen. Was ich mich auch noch gefragt habe, was bringen Autos? Man kann sich ja in diesem Game hier Autos kaufen. Dann sammeln wir erstmal ein und jetzt schaue ich mal eben hier, was denn das Auto bringt. Wir kaufen mal als erstes, das ist pink, was soll ich mir denn für ein Auto kaufen? Wir kaufen uns das teuerste, was wir kaufen können, das ist Betonmischer. Und ich will jetzt mal wissen, was der Betonmischer uns bringt. Können wir mit dem jetzt hier irgendwie rumfahren? Alter, der Betonmischer ist auf jeden Fall schnell. Aber ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass der so unglaublich viel bringt. Ist auf jeden Fall schon sehr weit. Wir können ja schon mal hier uns ein bisschen spoilern lassen. Oh, Alter, das Haus, das kann noch ziemlich groß werden, sehe ich hier. Teleport Home. Wir müssen mal das Vehicle entdingsen, damit wir hier rauskommen. Aber ich denke, dass wir den Garten tatsächlich noch nicht freischalten können im Garten irgendwas, weil wir als erstes oben noch weiter bauen müssen. Ein ganz sehr nice Game, gefällt mir sehr gut. Ihr könnt auch gerne die Meinung zu diesem Game in die Kommentare schreiben, denn
es ist sehr, sehr wichtig auf Feedback. Ich bin auf Feedback angewiesen. Und ich frage mich gerade, was mit meinen Coreblocks los ist. Sieht irgendwie komisch, aber sei es drum. Ist egal, wir sammeln natürlich weiter das Geld ein. 400.000 haben wir drin. Wir gehen hoch und kaufen uns jetzt hier mal die Bände rein für 92.200 Dollar, 92.260 Dollar und 92.380 Dollar. Wände sind drin. Window bezahlt sie jetzt 100.000 für ein Window und das ist ja richtig teuer. Hier unten sehen wir auch, da unten können wir die noch im Garten weitermachen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier in der neuen Etage weitermachen wollen oder ob wir im Garten weitermachen wollen. Das müssen wir uns gleich mal eben anschauen. So, 700.000 Dollar sind wieder erfarmt und wie ihr schon sagt, liken und abonnieren. Ganz, ganz, ganz wichtig. Denkt an die Enten, die sonst vorbeikommen. Ich wollte mal eben hier draußen schauen, wie wir jetzt hier im Garten weitermachen können mit hier der Foundation. Das ist eine Ground Plate. Okay, hier nochmal. Und halt so Ground Plates einfach. Oh mein Gott, wir können einen Grill kaufen. Ich will einen Grill. Ja, man kann den Grill sogar aufmachen. Hier nochmal ein Table. Der Table ist wirklich sehr klein. Aber immerhin konnten wir hier nochmal ein paar Tische drumherum kaufen. Sprachen lernen, Bubble. Ein paar Stühle drumherum kaufen. Und gucken wir nochmal hier eben hin. Einen Gartenschlauch. Was können wir denn jetzt hier? Wir machen erstmal hier weiter die Fans. Und wir können hier einmal ganz rundherum die ganzen Stämme kaufen, wo dann im Endeffekt die Fences reingebapscht werden, damit wir hier schön das alles umzingelt haben, damit uns niemand unseren teuren Grill mit Würstchen klaut, weil ich habe das Gefühl, Würstchen sind wirklich extrem beliebt. 1,71 Millionen haben wir gefahren. 1,9 Millionen haben wir gefahren. Das heißt, wir haben uns 1,2 Millionen in den Garten nochmal reinbuttern und hoffen, dass wir da jetzt vielleicht sogar ein paar schöne Blumen in den Garten stellen oder einen Teich, in den ein paar Enten planschen können. Sehr richtig und wichtig. Erstmal hier den Zaun bauen, damit hier keiner mehr reinkommt, weil ich möchte gerne meine Ruhe in meinem Garten haben. Weiter geht's hier komplett durch. Fans reingeklatscht. Ich denke, dass das Geld nicht mal mehr ausreicht, um den Zaun fertig zu bauen. Wie das jetzt gerade aussieht, denke ich mal nicht. Nein, leider nicht. 67. Ey, lauf mal eben hinten nochmal zum Money rein, weil damit können wir es dann auf jeden Fall wieder kaufen, ohne dass ich jetzt hier großartig lange warten muss. Ich denke, dass wir jetzt schon wieder, ja, haben wir wieder 300.000. Wir kriegen jetzt schon 8.700 Dollar die Sekunde. Und da kommen wir schnell voran, sage ich ganz ehrlich. Ab 10.000 Dollar die Sekunde. Ich denke, dass wir jetzt sehr, sehr, sehr gut vorankommen werden. Und da habe ich gerade eine Push-Benachrichtigung bekommen. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Ich hoffe generell, meine Wohnung ist nämlich super leer. Hier steht eigentlich nur noch mein PC drin und mein Schlafsofa. Ich hoffe, dass es hier drin nicht so krass halt oder beziehungsweise, dass mein Mikrofon das alles sehr gut rausfiltert. Weil, ja, wie gesagt, es ist ein bisschen hallig hier drin. Oh mein Gott, Leute, da postet man gerade ein Video auf TikTok und man hat 2,22 Millionen. Wird natürlich direkt eingesammelt. Sind wir bei insgesamt 2,65 Millionen Dollar drin hier. Und wir gehen weiter natürlich den Garten ausbauen. Den Sheet gehen wir hier holen. Wird sich gegönnt. Toy Hop wird sich auch gegönnt. Der ist ein bisschen kleiner. Kann man sich mal so rein chillen und dann die Feuerwehr rufen, wenn man nicht mehr rauskommt. 700.000 kostet die Schaukel und die Garden Box auch nochmal 400.000. Alter Schwede, also der Garten nimmt langsam hier echt Dimensionen an, die echt nicht mehr schön sind. 474.000, 483.000, sehr, 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 sehr teure Dimension nimmt der ganze Garden hier an. Wie gesagt, Leute, sollten euch solche Projekte wie dieser Daiguni interessieren, folgt gerne rein. Wir machen sehr, sehr viele verschiedene Roblox-Games, machen auch viele verschiedene Livestreams tatsächlich. Auch auf Twitch, Leute, da mache ich bald einen 24-Stunden-Stream. Könnt gerne reinschauen. So, wir sammeln jetzt nochmal die 800.000 Dollar rein. Haben wir jetzt hier 436.000 insgesamt Dollars gesammelt. Wir gehen hier nochmal rein. Clothing Line? Wäscheleine. Okay, okay, okay. Palance nochmal hier gegönnt. Boah, 1,6 Millionen für diesen Pool. Das wird dann das Highlight der Folge, glaube ich. So, jetzt kommen wir zum Highlight der Folge. Es sind tatsächlich gespart 1,7 Millionen. Wir schauen jetzt als erstes mal rein in den Pool, den wir jetzt kaufen werden, weil der doch recht teuer war. Ich hoffe, dass jetzt, dass das wirklich das Highlight des Gardens ist und es nicht noch was Teureres jetzt gleich aufploppt. Ist
gekauft. Alter, 800.000 kostet das hier. Yay, Leute, wir können im Pool chillen. Es ist irgendwie ein bisschen unrealistisch. Aber hey, man kann immerhin reingehen und man läuft nicht drüber. Wir gucken jetzt mal eben nach da hinten, ob wir jetzt noch ein bisschen Geld da drin haben, um jetzt auch noch das letzte da zu kaufen für 800.000 Dollar. Und ob wir inzwischen über 10.000 pro Sekunde sind. Tatsächlich, 10.067 Dollar die Sekunde. Sie haben bei 969 Dollar und 450 Cent, lol. Wir gehen jetzt als erstes mal rein. Leute, ist euer Humor auch so broke? Ich finde das gerade lustig, aber egal. So, Sprungbrett ist gekauft, Leute. Und ich bin... Oh mein Gott, Ducky. Ducky. I'm going to buy a Ducky. Leute, die Ducky ist jetzt gleich drin im Pool, hoffentlich. Ja, Leute, Ente. Das ist doch ein sehr, sehr, sehr cooler Abschluss für diese... Oh, man kann die Ente sogar fahren. Ich fasse es nicht, Leute. Das ist doch der perfekte Abschluss für eine perfekte Folge Dream Heaven Tycoon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, hauen Sie rein und ciao, Leute. Board in the house and I'm in the house, boy. Board in the house and I'm in the house, boy. Board in the motherfucking house, boy. Board in the motherfucking house, boy. Board in the house and I'm in the house, boy. Board in the house and I'm in the house, boy. Board in the motherfucking house, boy. And I'm board in the motherfucking house.